Jo, mal Leute, was geht? Heute präsentiere ich euch meine Meinung zu Assassin's Creed Unity im Rahmen meines Let's Tests dazu. Und ja, in diesem Video wird es natürlich logischerweise auch Spoiler geben. Das heißt, wer nicht gespoilert werden wollen würde, sollte ungefähr 5 Minuten vorskippen, denn ich erzähle jetzt ungefähr die Story im Schnelldurchlauf, was da also passiert ist. Das heißt, bis Minute 5 vorskippen und ihr seid in der Theorie safe. In Assassin's Creed Rogue ist die letzte Mission von J. Patrick Cormac, nach Paris zu gehen und einen Assassin zu eliminieren. Und ja, während man durch den hinteren Teil des Palasts schleicht, sieht man Arno und Elise, wie sie miteinander reden und sich gegenseitig vorstellen. Nachdem Arnos Vater von J. ermordet wurde, rennen Arno und Elise zum Ort des Geschehens. Also springen wir mal von dem Epilog von Rogue zum Prolog Unities. In Unity dient diese Mission als Tutorial und ist für die Story eigentlich kaum relevant. In diesem Tutorial sieht man, wie dann Arnos Vater eben seinem Sohn die Taschenuhr gibt, die für ihn dann ein ziemlich wichtiges Symbol ist, was einen ziemlich hohen Wert hat, weil sein Vater logischerweise gestorben ist. Die Taschenuhr ist zwar kaputt, aber das interessiert Arno nicht. Arno wird von Elise, ihrem Vater, aufgenommen und erzogen. Allerdings wird Arnos Stiefvater durch einen Komplott in den Reihen der Templer getötet. Arno fühlt sich für den Tod seines Stiefvaters verantwortlich und beschließt daraufhin, die Hintermänner des feigen Komplotts ausfindig zu machen. Allerdings wird Arno für den Mörder gehalten, da er an der Leiche seines Stiefvaters kniete, und wird ins Gefängnis gebracht. Im Gefängnis wird er dann von Pierre Belleck an der kaputten Taschenuhr seines Vaters erkannt. Als Belleck Arno bat, seine besonderen Fähigkeiten, also sein Adlerauge, einzusetzen, erkannte er die verschiedenen Symbole an der Zellenwand. Belleck trainierte Arno im Schwertkampf, während sie beide im Gefängnis saßen. Die beiden können dann ihrer Haft entfliehen, als die Bastille angegriffen wird. Nach der Flucht sucht Arno seine geliebte Elise auf und versucht ihr zu erklären, dass er nicht der Mörder ihres Vaters sei. Doch sie schien ihm nicht zu glauben und erklärte ihm, dass sie eine Templerin sei und in die Fußstapfen ihres Vaters treten wolle, während Arno dabei war, ein Assassiner zu werden. Nachdem Arno den Geheimeingang der Assassine fand, wurde er bei ihnen aufgenommen und begann die Spuren der Hintermänner zu folgen. Wichtig hierbei ist, dass er von vornherein gesagt hat, dass er nur das machen wollen würde und das Credo es ihm ja mehr oder minder erlauben würde. Ab ungefähr der Mitte des Spiels sollte auch Elise, genauso wie ihr Vater, durch die Hände des Templers umgebracht werden. Das konnte Arno nicht zulassen und half ihr logischerweise. Sie willigte ein, die Assassinen um Hilfe zu bitten, den Mörder ihres Vaters zu suchen. Der Rat der Assassinen willigte ein und Elise wurde unterstützt. Kurz darauf wurde Mirabeau ermordet. Mirabeau war ein wichtiges Mitglied des Assassinenrates in Paris. Logischerweise wurde Elise verdächtigt, doch Arno stellte sich schützend vor ihr und deckte einen Komplott in den Reihen der Assassinen auf. Arno konnte die Unschuld von Elise beweisen, wurde allerdings verwarnt, da er Belleck getötet hatte, da er zugab, Mirabeau ermordet zu haben. Mittlerweile weiß Arno, von wem aus der Mord an seinem Stiefvater ging und versucht, ihn aufzuspüren. Der Rat der Assassinen billigt das alleinige Vorgehen ohne jegliche genaue Information allerdings nicht und verbannt Arno daraufhin aus ihrer Gilde. Nachdem der Hauptprotagonist sich nach diesem Niederschlag wieder fing, beschloss er mit Elise Jagd auf Germain zu machen. Am Ende gelang es Arno, Germain zu töten und bekam die Edenwaffe. Allerdings verstarb Elise und Arno realisierte langsam, dass diese blinde, nach Rache forderndes Verhalten und Wut, die die ganze Zeit in ihm steckte, einfach nur ziemlich schlecht war. Und in den letzten Szenen begann er zu verstehen, was das Credo der Assassinen wirklich bedeutete. Kommen wir mal zur Story-Bewertung. Wenn ich die Geschichte von Assassin's Creed Unity bewerten müsste, dann wären es ungefähr 8 von 10 Punkten. Die Storyline ist gut und durchdacht und beinhaltet einige Plots. Ein Kritikpunkt vieler Spieler war, dass die Storyline nicht so gut wie bei den ersten 4 Teilen war. Ich muss zugeben, dass ich den ersten Teil mit Altair sowie auch den zweiten Teil, der erste Teil mit Ezio war, nie gespielt habe, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass das stimmt. Man muss gleichzeitig allerdings auch wieder gegenargumentieren und sagen, dass die Geschichte von Ezio Auditore da Firenze beispielsweise in 3 Teilen erzählt wurde und man dort auch die Entwicklung des
Hauptprotagonisten gesehen hat und die Geschichte zum Teil auch noch lückenhaft ist. Daher ist es meiner Meinung nach schwer, eine ziemlich gute und vor allem großartige Geschichte in ein Spiel zu packen, wenn man ungefähr 30 Stunden Spielzeit hat, wenn man auch noch Nebenaufgaben erledigt. Assassin's Creed Unity hat erfolgreich versucht, ein neues Gameplay in die Reihe einzufügen. Das neue Klettersystem beispielsweise gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn ich gemerkt habe, dass es noch nicht komplett ausgereift ist. Im Gegensatz zum neuen Klettersystem ist das neue Kampfsystem beinahe ausgereift. Es gibt nur noch wenige Situationen, in denen ich mich hilflos gegenüber Gegner fühlte oder Bugs während Kämpfen auftraten. Allerdings vermisse ich schon etwas länger das Feature von Brotherhood, bei dem man die Soldaten schwächen konnte bzw. demoralisieren konnte, wenn man den Anführer oder den Hauptmann getötet hat. Wenn man den Hauptmann oder Anführer getötet hat, dann waren die Soldaten zum Teil so stark demoralisiert, dass sie auch aus dem Kampf geflohen sind, was meiner Meinung nach immer noch ein ganz cooles Feature ist. Mir gefällt das neue Feature, bei dem man sich frei durch Häuser bewegen kann. Das heißt, man geht durch die Tür oder klettert durch ein Fenster und ist in einem Gebäude, in dem man sich frei bewegen kann. Dies fühlt sich ziemlich smooth an. So etwas Ähnliches gab es ja schon in den vorherigen Teilen in einer ziemlich stark abgeschwächten Form, beispielsweise in Assassin's Creed 3, Black Flag oder Rogue. Allerdings wurde dort eine Zwischensequenz eingefügt, welche den Spieler ohne Problem durch den Eingang A zu Eingang B laufen bzw. sprinten ließ. Eine weitere Gameplay-Veränderung ist es, die es so gesehen ja schon etwas länger gibt, ist die Individualisierung des Charakters. Man kann Arno mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen ausstatten. So gibt es beispielsweise verschiedene Rüstungen, Kutten, Waffen und Färbungen für die Kleider. Waffen und Kleidungsteile geben Arno verschiedene Boni. So kann Arno mit Kleidung A besser schleichen oder mit Kleidung F mehr Resistenz gegenüber Nah- und oder Fernkampfwaffen haben. Die Ausrüstung sowie auch Waffen kann man mit der Ingame-Währung kaufen, welche die Lire ist, wenn ich mich recht entsinne. Oder zum Teil auch durch die Punkte, die man durch Kills bekommt. Sein Gear und die Waffen kann man allerdings auch noch upgraden, indem man die sogenannten Helix-Credits verwendet. Und jetzt kommen wir auch schon zum ersten negativen Punkt hierbei. Diese Helix-Credits kann man eigentlich nur über Echtgeld erwerben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Unity zu einem gewissen Teil auf Mikrotransaktionen gesetzt hat. Im Spiel selbst kann man Arno mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten. So kann man Arno beispielsweise lernen, Schlösser zu knacken, sich besser zu tarnen oder die allseits beliebten Doppelattentate auszuführen. Dieses Feature muss ich persönlich nicht haben. Mir gefiel es besser, als der Hauptprotagonist durch den Fortschritt der Geschichte an Wissen bereichert wurde und dadurch dann mit dem erworbenen Wissen Fähigkeiten erlernt hat. Man muss allerdings auch sagen, dass es zur Geschichte passt, was in Unity so mit dem Hauptcharakter passiert. Ich meine, Arno ist eigentlich am Anfang seiner Assassinenkarriere gewesen und konnte deswegen auch noch nicht so viel wissen, was das einigermaßen wieder gut in die Storyline einsetzt. In Assassin's Creed Unity scannt Arno regelrecht vor Missionen, in denen man jemanden eliminieren muss, die Umgebung und zeigt dem Spieler, was für Optionen es gibt. Dieses Feature finde ich ziemlich cool, da man so auch schon im Voraus einschätzen kann, was einen erwartet, wie viele Wachen das sind, wie viele Eingänge es gibt und was für potenzielle Möglichkeiten es geben könnte, bei denen man für Ablenkung sorgen kann. Das Spiel bietet auch noch einige Nebenmissionen, die netterweise Pariser Geschichten genannt werden. Durch diese Missionen kann man an gutes Geld kommen und auch Ausrüstung bekommen. Gleichzeitig stören mich die scheinbar unendlichen random Nebenereignisse, wie beispielsweise beschützen Sie den Zivilist oder oh nein, ein Dieb, halten Sie ihn auf. Auch wenn diese Ereignisse komplett optional sind, haben sie mich nach wenigen Stunden Spielzeit ziemlich genervt. Es passt natürlich auch wieder in die Storyline, muss man dazu sagen. Allerdings muss ich gleichzeitig etwas Kritik äußern und sagen, dass es einfach zu viel ist, immer von Ecke zu gehen und ein Random-Ereignis zu sehen. Ubisoft hatte mit ganz schön vielen Problemen zu kämpfen und ganz schön viel Hate von der Community umzugehen. Ubisoft hatte mit ganz schön vielen Problemen und Hate zu kämpfen bei der Release von Assassin's Creed Unity. Und
Es ging immer um Bugs und Probleme, um Fehler, Glitches und alles Mögliche und dass das Spiel nicht das ist, was die Leute sich vorgestellt haben, dass es nicht so viele NPCs spawnen lässt, wie man eben in den Trailern gesehen hat und so weiter und so fort. Und mir persönlich sind nach 1,5 Jahren nur noch wenige Bugs über den Weg gelaufen. Natürlich, Zivilisten kleiden sich manchmal von den Augen des Spielers um. So ist man beispielsweise, ist der Typ vor einem plötzlich ein Bürger statt zu einem Bauer. Und das ist eigentlich auch ganz okay. Es gibt tatsächlich Schlimmeres. Kletter- und Kampfbugs sind rar gesät, allerdings ebenfalls vorhanden, was auch noch einigermaßen gut ist. Beziehungsweise man kann halt ein Auge zudrücken. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Die Kritik gegenüber Ubisoft kann ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Wenigstens das, was die Bugs angeht. Doch wenn ich realistisch an das Spiel rangehe, ist das Game einfach nicht so schlecht, wie viele behaupten. Das Spiel hat wie jedes Assassin's Creed gewisse Vor- und Nachteile, die vom Spieler akzeptiert werden müssen. Denn wenn der Spieler diese Vor- und Nachteile nicht akzeptiert, kann er sich nicht mit dem Spiel auseinandersetzen. Mein größter negativer Punkt an Assassin's Creed Unity ist meine Langzeitmotivation gewesen. Oft kam es mir so vor, als dass ich das Spiel nur wegen einer Mission gestartet habe und nach der Vollendung der Mission das Spiel einfach wieder geschlossen habe. Ich denke, es lag einfach daran, dass man viel mit Geldfarmen beschäftigt war, wenn man eine gute bzw. legendäre Rüstung haben wollen würde. Das ging persönlich einfach mir so. Ich wollte eine Rüstung haben, die richtig cool war, von den Stats und so weiter und so fort, bevor ich halt das Spiel beende. Und die Rüstung war halt relativ teuer. Das heißt, ich war dann halt vielleicht 6 Stunden dabei, Geld zu farmen. Und das ist halt für ein Assassin's Creed nicht so cool. Es ist, finde ich, auch schon bei Rollenspielen zum Teil nicht cool, dass ich sagen muss, boah, ich muss jetzt X Geld für Rüstung Y farben, nur dass ich dann Stats A, B, C, F, K, 34, 46 habe. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein bisschen arg viel. Was mir allerdings auch wiederum gefällt, ist dieses mit diesen ganzen, ja, hier, man zieht die Stufe der Gegner und bla, und die Gegner kämpfen halt auch besser, die Stufen sagen halt wirklich was aus und so weiter und so fort. Das ist wirklich cool, ja. Und da kommen wir auch schon zum Pro und Contra. Gehen wir erstmal zum Pro. Ich finde die Story, wie schon erwähnt, ziemlich gut gemacht. Das Kampf- und Klettersystem mit der neuen Engine gefällt mir. Man kann Arno individualisieren. Wie schon erwähnt, die neue Engine ermöglicht auch smootheres Gameplay. Die Grafik ist eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich habe auf Low und nur auf HD gespielt. Das sieht dann halt schon etwas okay aus. Aber meiner Meinung nach selbst auf Low immer noch gut. Gute Anzahl an Nebenmissionen und man hat eben auch mehrere Möglichkeiten, Missionen zu vollenden. Das finde ich halt auch ziemlich nice. Contra. Mini-Transaktionen, generell online sein, das heißt, man hat oben links halt immer mein Uplay, Ubisoft, Kontonamen gesehen und so weiter und so fort, wegen dem Koop-Zeug. Kleinere Bugs. Ein wichtiger Punkt war, wie gesagt, dass meine Langzeitmotivation gefehlt hat. Und etwas, was man ja bei Assassin's Creed 3, Black Flag und Rogue tun konnte, was man jetzt nicht mehr kann. Man kann beispielsweise auch nicht mehr mit Tieren interagieren. Das ist etwas Kleines, aber Gimmick-Sachen gehören halt auch zum Spiel dazu. Finde ich schade, dass sie das rausgenommen haben. Am Ende bleibt zu sagen, dass Assassin's Creed Unity ein gutes und solides Spiel in der Assassin's Creed Reihe ist und auch dafür gesorgt hat, dass man von der alten Engine weggeht. Ich meine, die alte Engine hat alles gut funktioniert, die neue Engine ist halt ein bisschen holprig losgegangen. Ich bin gespannt, wie sie das bei Syndicate lösen wollen würden, weil ich das Spiel noch gespielt habe. Da möchte ich da auch noch nicht so viel drüber wissen tatsächlich. Und ja, wenn ich dieses Spiel bewerten müsste, wären das ungefähr 8,5 von 10 möglichen Punkten. Einfach nur deswegen, weil zum Teil die Langzeitmotivation gefehlt hat und dieses ganze Geldfarm meiner Meinung nach ziemlich anstrengend war. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine, etwas schlichtere Let's Test gefallen. So, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.